Ja, Kunstverein Friedberg, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Immer wieder schön, euch hier zu haben. Danke. Erzählt danke. Mal, was macht ihr so, was gibt's Neues? Okay, erstmal kann man mich gut hören. Funktioniert? Ja. Perfekt, wunderbar. Ja, ich stelle uns ganz kurz vor. Meine Kollegin Wiebke Kirchner-Kerubim. Mein Name ist Joachim Albert. Wir machen hier zusammen schon seit vielen Jahren den Kunstverein in Friedberg, den ich ganz kurz vorstellen möchte. Uns gibt es auch schon seit ein paar Jährchen oder mittlerweile Jahrzehnten. Gegründet 1976 mit dem Ziel, zeitgenössische Positionen zu präsentieren. Das machen wir mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Aber wir kümmern uns auch um die Vermittlung. Deshalb hat es mich gefreut, dass gerade eben eine ganz junge Person erraten hat, wer wir sind. Wir arbeiten nämlich auch viel mit Schulen zusammen. Das heißt, wir geben Schulklassen die Möglichkeit, unsere Ausstellungen zu besuchen, damit sie den Kunstunterricht durch die Besuche und die Auseinandersetzungen ergänzen können. Ein ganz wichtiger Aspekt. Wir bieten nicht nur nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern Forums, sondern auch den regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Das tun wir beispielsweise mit einer Mitgliederausstellung, die einmal im Jahr stattfindet und denjenigen, die daran teilnehmen, die Möglichkeit bietet, ihre Arbeiten zu präsentieren und sich untereinander auszutauschen. Also wenn Sie Interesse haben, selber mal im Kunstverein auszustellen, können Sie uns gerne an unserem Stand mit der Nummer 8 besuchen und alles Weitere über das, was wir tun, in Erfahrung bringen. Eine Sache vielleicht auch noch, was machen wir in unseren Ausstellungen? Es wurde schon so ein bisschen erwähnt, wir zeigen abstrakte Kunst, aber wir zeigen auch figurative Kunst. Wir bieten eigentlich jedem, der sich für Kunst interessiert, Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Wir zeigen Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Video und vieles mehr. Und aktuell haben wir eine Ausstellung zum Thema Reise unter dem Titel Nomads mit Arbeiten von Julia Roppel und Erik Seidel. Läuft noch bis zum 13. Oktober und kann jeden Tag außer Montag von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Ja, soweit erstmal von mir. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Klingt sehr vielseitig, reichhaltig, umfangreich. Bunt, farbig. Auf jeden Fall. Kunstverein Friedberg, schön, dass ihr da seid.